Moment, ich analysiere das kurz. Wir sind alle offensichtlich herzlich eingeladen, uns dort einzufinden. Und dann wechseln Sie bitte die Rollen. Wer fühlt sich solidarisch mit mir und kennt diese Situation des... Ob in der Großgruppe, im Training oder im Einzelcoaching, Sabine Hess verspricht Bewegendes. Verantwortlich für die BDVT-zertifizierte Trainerausbildung von FlexTrain unterstützt sie Trainer, aber auch Ausbilder und andere Multiplikatoren mit jeder Menge Zutaten. Die vielen Zutaten, damit meine ich diese Vielzahl von Methoden, die Veränderungen unterstützt. Und zwar sowohl Veränderungen des Verhaltens als auch Veränderungen der Haltung, der inneren Einstellung. Backfisch. Trainieren ist für Sabine Hess wie Kochen. Für den Hausgebrauch können es viele. Zum Gourmetkoch braucht es mehr. Mit erlebnisorientierten Methoden und intensiven Auswertungen ermöglicht sie ein verändertes Denken und Handeln. Ich bin einfach nicht fertig mit dem Kommunizieren, wenn ich meins losgeworden bin, sondern ich bin wirklich erst fertig mit dem Kommunizieren, wenn ich sehe, beim anderen ist es angekommen. Also wenn ich sehe, dass du meine Pizza gekriegt hast, indem du dann das Brötchen weitergibst, dann bin ich erst fertig. Und das Ziel ist es einfach mal zu erspüren, wie ist das für mich, wenn ich jemanden führe, der in dem Moment nicht den Überblick hat? Und umgekehrt, wie ist es, wenn ich geführt werde? Welche Art und Weise ist für mich angenehm und welche vielleicht auch unangenehm? Um Gruppenprozesse souverän zu leiten, nutzt sie sowohl die Fähigkeit des engen Führens als auch die des Loslassens, also Nähe und Distanz. Wenn beispielsweise ein Unternehmen gerade Entlassungen durchführt und ich als Trainerin andere dazu befähigen soll, damit umzugehen und das auch ein Stück weit mitzutragen, die aber sagen, Gott, das geht nicht und ganze Familien werden zerstört. Und ich dann damit einsteige und sage, ja stimmt, ich kann das so nachvollziehen und das ist wirklich ganz furchtbar und ganz schrecklich. Dann verliere ich ja die Chance, denjenigen überhaupt eine Entwicklungsmöglichkeit aufzuzeigen. Wie kann ich damit umgehen? Wer im geschützten Seminarraum mutig Neues ausprobiert und die Erfahrung macht, dass ihm dies einen Nutzen bringt, nimmt den Schwung mit in den Arbeitsalltag. Da ist noch ein Flieger übrig, sehe ich, ne? Ob mit einer Kontaktbörse per Flugobjekt oder mit einer ungewöhnlichen Merkliste. Gewonnene Erkenntnisse sichert Sabine Hess auf vielfältige Weise für den Einsatz in der Praxis. Wiederfinden und sage, ach ja, da war noch was. Fand es sehr überzeugend. Dadurch hast du für mich ganz klar ausgestrahlt Kompetenz. Und auch eine Überzeugung von dem, was du gesagt hast. Mit intensivem Feedback begleitet Sabine Hess ihre Teilnehmer. Die Qualität ihrer Arbeit wird auch von außen gesichert. So schaut zum Beispiel der Berufsverband BDVT auf die erlangten Fähigkeiten der Ausbildungsabsolventen. So kann jeder der bei FlexTrain ausgebildeten Trainer seine Kompetenz nachweisen. Er kann nachweisen, ein Gourmetkoch zu sein. Und zwar getreu der Mission von FlexTrain. Das, was wir tun, das tun wir, damit das Leben besser schmeckt.